Carsten, hinter dir ist was. Technisieren unsere Freunde. Leute, alles voller Nutrias. Da kuscheln sie und schlafen sie. So Leute, jetzt darf ich auch mal. So, unsere Abschlusstour heute in Sachen Hecht, denn wir sind kurz vor der Schonzeit. Genau so ist es. Aber wir wollen noch einen Hecht fangen. Jo. Einen schönen Hecht, vielleicht sogar viele Hechte, wir wissen es nicht. Also wir starten jetzt quasi genau. So, haben wieder alles mit dabei. Gute Laune, schöne Köder natürlich und natürlich unsere Routen. Jo. Hier, alles einsatzbereit. Ja, und wir haben so ungefähr jetzt so 4 Stunden Zeit. Wir versuchen es einfach. Genau. Letzte Mal. Gucken mal, was so geht. Übermorgen ist Schonzeit. Da ist der erste, zweite und da ist hier in Brandenburg die Sache dann erstmal durch. Genau, soll auch so sein. Ja, nur die sollen ja auch sich in Ruhe vermehren, die wollen noch ein paar Jahre welche fangen. Ne? Richtig. Naja, so, wir starten jetzt, wir sind heiß. Ich will mein Hecht fangen jetzt, das muss doch jetzt klappen, Carsten. Ja, wirklich. Dein erster fehlt noch. Mein erster fehlt noch, in diesem Jahr. Auf geht's. So, ready to fish? No, legen wir los hier. Ja, bei meinem Glück geht's gleich wieder los. Du kannst dich ja wirklich gar nicht beschweren in diesem Jahr. Nee, wirklich nicht. Jetzt. Also dieses Jahr lief wirklich übrigens jeder Tag. Immer waren wir ohne Hechte unterwegs, aber richtig. Sonst lief es ja eigentlich immer. Und das besser als gedacht. Also, gestartet mit einem 80er und mit einem Meter 4. Ja. Kann man mal machen. Ja, ne? Natürlich. Ganz ehrlich, Carsten, ganz ehrlich. Ja, ja. Also ich erwarte von dir heute, dass das nochmal getoppt wird. Ach du Scheiße. Das kriegt Louis, ja, das wird schwer. Aber wirklich jetzt, also 1,40 Meter zu toppen hier ist schon grenzt an der Unmöglichkeit. Da müssen wir mal Lotto spielen, glaube ich. So, was nehme ich denn hier? Ich habe so viel Stahlvorfächer hier drin, Carsten. Am besten ein Dicket. Ein Dicket? Wo Dicket nicht gefangen. Oh Gott, ich habe 1000 Stahlvorfächer hier drin. Schwarze, braune, Anthrazit. Ja. Die Wahl hat, war die Qual. So, ja. Schmeckt das? Bisschen schon. So, die Maike ist alle gemeinsam ran. Und da hat auch noch 10 Köder. Also mehr Sicherheit geht nicht, glaube ich. Ja, also ich wäre auch für 10 Köder. 10 einfach Köder, so ein richtiger Spinner daran. So, jetzt werde ich auch meinen ersten Wurf machen. Also die letzten Würfe quasi jetzt vor der Schonzeit. Es muss doch mal möglich sein, jetzt nochmal ein Hecht abzugreifen hier. Mal ganz ehrlich. Wisst ihr, was die Leute noch wissen wollen? Was denn? Ob wir Lotto-Millionäre geworden sind. Stimmt, haben wir noch gar nicht aufgelöst, ne? Doch, in den Kommentaren habe ich schon ein paar Mal gesagt. Hast du gesagt? Ja. Leute, was sollen wir euch sagen? Wir haben einen Einer. Ein Einer. Fantastisch. Aber ich muss dazu sagen, ich habe eine Woche später nochmal gespielt und habe bei 3 Tippreihen habe ich getippt, genau, habe ich einen Dreier gehabt. 13,80 Euro. Tja, und ich stehe immer noch hier und bin nicht in Miami. So, unser Freund steuert uns jetzt quasi so Richtung Land, denn da sieht man es vielleicht schon, da sind irgendwelche Typen. Die wollen wir uns jetzt mal angucken, mal gucken, wie sie aussehen. Carsten, hinter dir ist was. Technisieren unsere Freunde. 6 Stück, 6 Nutrias. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn, ne? Ich hoffe, die fressen uns nicht. Ich versuche uns gerade zu riechen, die linken Beeren. Das ist ihre Abwehrhaltung gewesen. Aber süß sind sie, oder? Ja, auf jeden Fall. Tja Leute, auch das ist Angeln, das gehört dazu. Also wirklich ganz, ganz tolle Aufnahme jetzt hier. 6 Nutrias auf einen Haufen haben wir so, glaube ich, auch noch nicht gesehen, Carsten. Ne, so 3, 4 hatten wir auch schon mal gehabt, aber so 6 Stück, die sich da warm kuscheln. Richtig, richtig schön. So, aber nichtsdestotrotz fahren wir jetzt weiter. Wir wollen ja ein paar Hechte rauskitzeln. Die ersten Würfe haben wir gemacht und ich glaube, die Chancen stehen gar nicht schlecht. Also heute ist so ein Wettermischmasch aus Sprühregen, mal ein bisschen Sonne, ein bisschen bewölkt, aber kaum Wind. Könnte funktionieren, Leute. Drückt uns die Daumen. Wird funktionieren. So, was haben wir denn da? Du kannst ruhig deinen Satz beenden. Wie kann man so viel Glück haben? Ist wirklich wahr, ey. Unfassbar. Hat nicht lange gedauert heute. So, sehr schauen geil. Wir mal. Ich habe noch zu dir gesagt, ne?
Mal schauen, was als nächstes kommt, nach dem Meter 4. 71 habe ich gesagt. Ach so. Vielleicht ein bisschen größer sein. Findest du das größer als 71? Ich sag ja, ein bisschen. So. Geht gut los, ne? Petri. Dank. Das ist ja schöner Hecht, ne? Ja. Naja, wie gesagt, den messen wir gleich mal. Also mein Tipp 71 könnte vielleicht doch hinhauen. So, was haben wir denn hier, Mensch? Na, ich weiß nicht, Kormoran oder größer Hecht? Schwer zu sagen. Ja. Naja, wir werden es nie erfahren. So, die messen wir jetzt mal und dann gucken wir mal, ob mein Tipp richtig ist. So, dann gucken wir mal. Naja, wie ganz knapp verschätzt um 10 cm. Genau, um glatte 10 cm. So, 61. 61. Jawohl. Super Start. Ja, finde ich auch. Der nächste? Ja, Nummer 2. Auf wieder einen Lauf. Carsten, so muss das sein. Sehr, sehr cool. So, Norman, Roy. Ja, so die gleiche Größe, wa? Ja, gleiche Kaliber, denke ich. Hier müssen wir bloß aufpassen, hier sind ein paar mehr Wurzeln. Herzlich willkommen, knapp eine Regel. Danke. Was macht er extra für dich? Ja, ich denke auch, eine richtige Show macht er hier. So, Kescher. Ja, muss ich mir gleich wieder knoten. Oh, da mal. So. So, Hecht haben wir. Petri. Danke. So, Hecht Nummer 2. Bin von kürzester Zeit. Ja, haben bloß kurz die Stelle gewechselt und der kam sofort, der Gute hier. Sehr schön, aber auch der hat wieder so eine leichte Verletzung hier an der Seite, sieht man? Ja. Ah, wer weiß, was hier unterwegs ist, Leute. Könnte nur Kormorane sein. Kann wirklich sein. Oder sowas. Ah ja, gut. Schöner Hecht. Mensch, du machst mich schwach. Wirklich. Ja, hätte deiner sein können. So, was hat er denn? Ja, 69. 68, 69. 69 so ungefähr, ja, würde ich auch sagen, genau. Naja, siehst du? Schön. Sehr schön, also Steigerung. Genau. Haben wir gut gemacht. So Leute, jetzt darf ich auch mal. Geil. Es hat geklappt. Das war unser letzter Wurf. Das war unser letzter Wurf. Wir haben gesagt, wir machen einen Wurf. Aber guck mal. Na. Oh, der kommt gar nicht hoch. Was ist denn da los? Kommt nicht hoch. Gleich mal hochfilmen. Oh, der. Nicht verkehrt. Kommst du an den Kescher ran? Na klar. Los, ja. Ja. Jawohl. Jetzt kann ich mal Petri sagen. Ach, Petri. Dank. Mensch, du warst vielleicht der Größte heute, wa? Könnte sein, ja. Werden wir gleich mal gucken. So, den werden wir jetzt erstmal versorgen. Genau, erstmal aus dem Kescher auswickeln, ne? Genau. Und dann gucken wir mal, was der hat. Ah, ich bin echt glücklich, dass es jetzt geklappt hat. Leute. Geil. Schöner Dicki. Ein schöner Dicki. Geil. Freut mich. So, die messen wir jetzt natürlich auch. Ja, aber ich denke mal, der hat seine 70, oder? Na, jetzt haben wir die 70 wohl geknackt. So, gucken wir mal. Haben wir? Ja, 76. 76, die hintere Schwanzflosse sind sogar 77 sein. 77, 78 so ungefähr. Genau. Ja, so ungefähr, genau. Das ist aber schöne Größe hier. Ja, auf jeden Fall. So, freut mich. Sauer. So kann es weitergehen. So, 77, 78 cm ungefähr. Sehr schön. So, das könnte jetzt auch mein Abschlusshecht gewesen sein, also bevor die Schonzeit kommt, besser gesagt. Schauen wir mal. Auf alle Fälle hat sie geklappt. Ich freue mich. Carsten zieht mich in der letzten Zeit richtig hier ab. Leute, wirklich. Aber geil, Carsten. Geil. So, Handtuch ist am Start. Naja, ohne Handtuch wäre schlimm.
Ja, wäre wirklich nicht schön. Ne, wäre nicht schön. Hast du recht. Dann hast du denn da überall Schleim, da Schleim. Da siehst du hier. Da Schleim. Oh Mann. So eine Fahrt kann man auch mal nutzen, um was zu trinken. Ja, solltet ihr immer machen, ist ganz wichtig. Nehmt euch was mit, was Warmes oder was Kaltes, je nachdem. Oder? Mittlerweile kalt, oder? Genau. Mensch, ist ja unglaublich, dass ich die heute mal nicht brauche hier. Wahnsinn, ich habe immer so eine kalten Pfoten, das wisst ihr ja. Aber heute relativ angenehm. Wir haben jetzt so ungefähr so 4, 5, 6 Grad. Ey, schönes Wetter, ne? Da kann man ruhig mal einen Schluck aus der Pulle nehmen. Das ist so wichtig, wie Christian gerade sagte. Ohne was zu trinken geht er nicht. Alter Carsten, hättest du gedacht, dass das so gut läuft bis jetzt? Ja, mit Ihnen habe ich gedacht, ich rechne immer mit Ihnen. Aber jetzt haben wir schon 3 Fische nach Hause geknallt. Und deinen ersten für dieses Jahr. Und der erste für dieses Jahr, genau so ist es. So, jetzt haben wir aber nicht mehr ganz so viel Zeit. Also wir haben ja vorhin gesprochen von 4, 5 Stunden ungefähr. Stimmt auch, wir haben eine gute Beißphase erwischt, wo wir die 3 Hechte jetzt erwischt hatten. So, und jetzt haben wir noch ungefähr eine Stunde Zeit. Also, auf zum letzten Spot, würde ich sagen. Genau. Ne? Und da gucken wir mal, was die großen Fische sagen. Richtig, mal gucken, ob noch einer geht. Carsten, es regnet ein bisschen jetzt hier. Ja, das fängt das Solle an zu regnen. Und beißen tut ohne Schmerz. Also hätten wir uns quasi einen neuen Spot eigentlich sparen können, oder? Ja, aber aufgeben ist keine Option, du weißt es. Nicht würzig, das mache ich nicht. Und du ohne. Also nein, um Gottes Willen. Du, wir werfen ja schon die ganze Zeit jetzt hier. Ja. So, damit es auch bewiesen wird, da, es wird gedreht, gekurbelt. Fleißig eingeholt. Richtig. Tja, also, wir machen noch ein bisschen. Genau, ein paar Minuten haben wir noch. Letzter Spot und dann geht's zurück ins warme Auto. So, wenn ich jetzt mal auf die Uhr raufschaue, wir haben es jetzt 12.42 Uhr. Carsten, höchstens noch 10 Minuten, dann müssen wir los. Ja, wir fahren einfach jetzt schon los. Meinst du? Ja. Hast du die voll? Na, die Dings habe ich voll, ja genau, den Schnabel und alles. Nee, die Beißphase haben wir nur schon sehr erfolgreich hinter uns gebracht. In einer Stunde kamen alle Fische und danach gar nichts mehr. Nee. Und auch die Angler rings um uns herum, die haben genauso auch nichts gefangen. Ist das wirklich so mit der Beißphase? Ich denke ja. Also ich denke, die haben im Winter kurze, aber dafür umso bessere Phasen der Aktivität. Wahrscheinlich immer vormittags, immer nachmittags. Und das war's dann. Tja, naja, dann würde ich sagen, wir machen wirklich nach Hause, ne? Genau, fahren wir los. Kurze Fazit und dann geht's ab nach Hause. Richtig. Carsten, ich kann noch nicht aufhören. Ich muss noch ein paar Würfe machen, es hilft nicht. Also ich glaube daran. Ich glaube daran, dass noch was geht. Oh, da. Hammert. Da, Mann. Da, Mann. Gibt's denn sowas? Das wollen die Leute sehen. Genau das wollen sie sehen, genau. Hoppala. Hey, hey, hey. Hab aber auch immer ein Glück, ey, oder? Ja, der hängt jetzt richtig. Okay, dann lass uns mal ranfahren. Na, das. Also, ihr rettet haben wir, aber ist so flach hier. Ja, hier muss man nicht hinwerfen. Du, hier habe ich die Hechte vermutet. Hätte doch sein können, oder? Hier in dem Wasser, meinst du nicht? Na genau, in dem 10 cm Wasser wird bestimmt alles voller Hechte sein. Und vor allen Dingen, da. Wenn man hier mal so hinguckt, guck mal hier. Das sieht aus wie ein Hecht. Da ist ein Hecht? Das sieht aus wie ein Hecht so ein bisschen hier. Warte. Nö, ist aber keiner. Nicht weggeschwommen. Nee. So Leute, Mission letzter Hecht vor der Hechtschonzeit ist geglückt. Carsten, hat geklappt. Ganz gut gemacht. 3 Hechte hier rausgekurbelt. Auf jeden Fall. Ja, endlich. Vor allen Dingen endlich mal der erste Hecht 2022. Mann, es fällt wirklich ein Stein vom Herzen, muss ich echt mal sagen. Den ganzen Januar gedauert. Hat wirklich bis zum Schluss gedauert. Du hast immerhin schon 4 gefangen, ne? 4 Hechte. Sehr geil. Also, es kann auf alle Fälle so weitergehen, aber erst im April, Leute. Genau. So lange müssen wir jetzt warten. Da gibt es die nächsten Hechte. Genau. Carsten, was machen wir jetzt eigentlich so in der nächsten Zeit? Was meinst du so?
Na, ich denke, solange kein Eis auf dem Wasser ist, wird auf alle Fälle nochmal Fiedern dran sein und mal eine Pose ins Wasser schmeißen. Ja. Und vielleicht nochmal ins Forellen-Etablissement. Darauf wollte ich hinaus. Das wollten wir eh öfter schon machen. Ne? Es ist irgendwie nie geglückt, nie dazu gekommen. Aber ich denke mal, jetzt werden wir es mal angehen. Gerade jetzt so im Februar, im März, um die Schonzeit zu überbrücken, ist ja das Forellenangeln eigentlich eine ganz schicke Geschichte. Und ich denke mal, das werden wir machen. Genau, dann gibt es ein paar Geräucherte danach. Richtig. Leute, ihr könnt auf alle Fälle gespannt sein, was noch so kommt. Es wird auf alle Fälle richtig heiß, richtig spannend. Carsten, wir machen los, würde ich sagen. Genau, los geht's. Jawohl. Leute, es war uns wieder eine Ehre, dass ihr dabei wart. Ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Angeln mit Butterspray. Wir sagen Xavier, Petritscher und macht's gut.